Heute geht es um das Thema, ich verliere Energie, wenn ich unter Menschen bin. Was steht dahinter? Was solltest du nicht tun? Was solltest du tun? Aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, aus meinen Beobachtungen, aus dem, wie es mir damit geht und aus dem, was ich schon erlebt habe, was vielen Menschen bereits geholfen hat. Mein Name ist Inge Rehak, ich bin Medium und Mentorin und liebe es, über Medialität, Bewusstsein und Spiritualität zu sprechen. Und das geschieht genau hier auf meinem Kanal. Warum geschieht es denn überhaupt, dass du, wenn du unter Menschen bist, und ich sage jetzt nicht unter ein oder zwei, sondern unter mehreren Menschen bist, dass du dann das Gefühl hast, danach hast du weniger Energie, dass du dann das Gefühl hast, du bist sogar ausgelaugt oder dass du das Gefühl hast, es wurde richtig von dir gezogen. Ja? Da gibt es dieses Unwort Energievampire, das ich nicht so gerne mag, aber das hier manchmal verwendet wird. Warum geschieht das? Das kann mehrere Gründe haben oder eine Kombination dieser Gründe. Das eine ist, dass du ein hilfsbereiter Mensch bist, dass du ein von Haus aus hilfsbereiter Mensch bist und wohin, wo immer du hingehst, du bereit bist, mit anzupacken, einzuspringen, zu helfen. Mit dieser Grundeinstellung gehst du schon mit dem inneren Setting, mit dem inneren Modus geben unter die Menschen, ja, unter eine Gruppe von Menschen, ob das jetzt Konzert, Kino, Shoppingcenter, Einkaufsstraße, Arbeitsplatz, was auch immer ist. Wenn du ein von Haus aus sehr hilfsbereiter Mensch bist, kann das passieren, dass du, sobald du unter Menschen bist, unbewusst dieses Muster laufen hast, ich gebe, ich gebe, ich gebe, das ist nicht sinnvoll dann für dich. Es ist natürlich die Grunddefinition von Introvertiertheit, dass du auftankst, wenn du für dich alleine bist und Energie verlierst, wenn du unter Menschen bist. Also gehört das Introvertiertsein auch dazu, als eine Grundvoraussetzung. Daran kannst du nicht wirklich was ändern. Aber wir schauen uns gleich an, was du selbst machen kannst, um solche Situationen zu verbessern. Dazu gehören auch andere Dinge, die du bist von Haus aus, von deinem Wesen aus. Zum Beispiel empathisch, besonders mitfühlend oder auch hochsensibel, dass du alles sehr, sehr intensiv spürst oder intensiver als viele andere Menschen. Das sind diese Grundsachen. Ich wiederhole es nochmal. Du bist sehr hilfsbereit, du bist introvertiert, empathisch, hochsensibel. Du bist auch ein sehr offener Mensch, gehst offen durch die Welt. Und als letzten Punkt nehme ich noch dazu, das stimmt nicht immer, aber wenn du einfach eine tolle Schwingung hast, wenn du viel an dir arbeitest, wenn du Heilung gemacht hast an dir, wenn du Dinge gelöst hast, Schatten in dir bearbeitet hast, dann hast du eine höhere Schwingung als der Otto-Normalbürger. Und diese Energie, die du dann ausstrahlst, ist attraktiv für Menschen, unbewusst. Das heißt, die wenden sich energetisch dir zu und spüren, da gibt's was Gutes, da gibt's etwas, das mir gut tun kann, von dem ich gerne etwas hätte. Wenn du eben viel Energie hast oder mehr als der Durchschnittsmensch, ja, du mehr Energie, der andere weniger, im Universum bewegt sich alles Richtung Balance, Richtung Ausgleich. Das heißt, auch ohne dein bewusstes Zutun findet unmittelbar ein Energiefluss statt. Ja, wenn du in einer Schale viel Wasser hast, in der anderen keines und du verbindest die zwei, wird es da einen Ausgleich geben. Das ist so in der Natur. Alles strebt nach Ausgleich und nach Balance. Wenn du in einem Raum viel Sauerstoff hast, im anderen wenig und du öffnest die Tür, wird sich das ausgleichen. So ist es mit den Energien auch und das kann einer der Gründe sein, dass du dieses Thema hast. Wahrscheinlich ist es eher eine Kombination aus dem, was ich gerade erklärt habe. Lass mich wissen in den Kommentaren hier unter dem Video, ob du dich mit einem dieser Grundvoraussetzungen oder mit mehreren identifizieren kannst, wenn das Thema in deinem Leben ist. Ganz kurz, was du nicht machen sollst aus meiner Sicht ist, bau dir nicht einen Schutzwall um dich herum auf, mach nicht einen massiven Schutz, sodass du überhaupt keinen Bezug mehr zu den Mitmenschen hast, zu dem Leben um dich. Also barrikadier dich nicht ein, bau nicht so einen Schutzkeller um dich herum energetisch und trag nicht 50.000 Schutzamulette oder Schutzkleidung oder mach nicht 5 Stunden am Tag Schutzmeditationen,
Davon würde ich dir dringend abraten. Wenn du nicht verstehst, warum, fühle ich mal rein in die Energie von Schutz oder ich brauche Schutz und fühle ich dann in das hinein, was wir gleich besprechen werden, was ich dir stattdessen empfehle. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, mit welcher Einstellung gehe ich unter die Menschen? Das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wenn du mit der Einstellung unter die Menschen gehst, mir geht's so gut, ich bin großzügig, ich bin hilfsbereit, ich habe viel zu geben, wenn jemand irgendwas braucht, lass es mich wissen. Wenn das so deine Einstellung ist, was die wunderschön ist, keine Frage, dann wirkt diese Grundeinstellung, dieses innere Setting auch auf den unbewussten energetischen Ebenen. Das heißt, dann fließt auch Energie von dir zu den Menschen, ohne dass du bewusst sagst, ah, diesem kleinen Jungen möchte ich gerne Energie geben, der schaut traurig aus oder die Frau sieht gerade erschöpft aus oder der Mensch schaut gerade aus, als würde er trauern. Das geht dann gar nicht mehr über deinen Verstand, sondern auf der Ebene jenseits deines Verstandes fließen diese Energien dann in alle Richtungen. Und wenn du dieses Video schaust, gibst du wahrscheinlich in dem Moment mehr, als du geben solltest, als du möchtest, als es für dich gut ist, als es dir noch gut tut. Mit welcher Grundeinstellung gehst du in diese Menschenmengen hinein? Da kannst du schon mal prüfen, reflektieren und schauen, ob du da was ändern willst, ob du da was optimieren willst. Zweiter Punkt, was stärkt dich? Was tut dir gut? Versus, ja, ich schütze mich, ich verstecke mich hinter etwas. Was macht mich kräftiger? Was stärkt mich? Was hilft mir, gut in meiner Kraft zu sein? Beginne da zu forschen. Was hilft dir, gut in deiner Kraft zu sein und gestärkt und selbstbewusst rauszugehen, sodass du weniger dieses Ausgelaugtsein danach erleben musst? Und da kommen wir schon zum dritten Punkt. Was kannst du optimieren? Also der zweite Punkt ist, was stärkt dich? Frag dich das selbst. Meditier drüber, sprich drüber, überleg, beobachte. Und der dritte Punkt ist, was kannst du optimieren? Wie kannst du das dann in die Umsetzung bringen? Plus ein paar andere Sachen. Der dritte Punkt ist ein bisschen lang. Aber wir beginnen mit dem, was stärkt dich? Welche Kleidung ist so, dass du sagst, in dem fühle ich mich richtig, richtig wohl. Bei mir ist es dunkelblau zum Beispiel. Sehr, sehr oft, nicht immer. Aber sehr, sehr oft. Dunkelblau ist meine Wohlfühlfarbe. Wenn ich die trage, habe ich da einen Wohlfühlfaktor. Und wenn ich, je wohler ich mich fühle, desto mehr stärkt mich diese Farbe auch. Also Kleidung. Hast du Schmuckstücke, die dich stärken? Hast du Make-up, das du gerne trägst, mit dem du dich besonders stark fühlst und gut fühlst? Und der zweite Teil vom dritten Punkt ist, was kannst du denn sonst optimieren? Was hilft dir, dass das leichter für dich ist? Und das ist bei mir zum Beispiel manchmal das Tragen einer großen dunklen Sonnenbrille. Oder es ist für andere Menschen manchmal das Tragen von Kopfhörern, das so einen indirekten Schutz gibt. Aber um Schutz geht es nicht, sondern eine indirekte Abgrenzung gibt, so eine Distanz zwischen dir und den Menschen erschafft. Und dann schau dir auch ganz praktische Dinge an. Wenn Einkaufen unter vielen Menschen wirklich schwierig ist, kannst du zu einer anderen Zeit einkaufen gehen, wo weniger Menschen da sind. Vielleicht nicht Samstagvormittag, sondern an einem anderen Tag, zu einer anderen Zeit. Kannst du da was optimieren? Gibt es etwas, was du einfach gerne absagen möchtest, weil es für dich Stress bedeutet? Gibt es etwas, wo du sagst, ich mag nicht unbedingt in dieser Gruppe von Menschen gerade sein, weil gerade diese Art von Mensch mich anstrengt, ohne dass sie deswegen schlecht sein müssen. Ja, vielleicht strengen dich Menschen an, die sehr laut sind und sehr extrovertiert sind. Und es sind tolle Menschen, nur wenn du in ihrer Gegenwart bist, ist es für dich mühsam. Kannst du da irgendwas optimieren, wenn es private Treffen sind, dass du das reduzierst, vermeidest oder ganz absagst? Gibt es Zeitspannen, die du dir selbst geben kannst, wo du sagst, okay, ich bin jetzt da auf dieser Party oder ich bin hier in dem Einkaufszentrum, aber meine Zeitspanne, die für mich gut ist, sind 2 Stunden. Dann gehe ich nach Hause. Dann weiß ich,
aus Erfahrung, und das, die Erfahrung gilt es zu sammeln, diese Beobachtungen gilt es zu machen, dann weiß ich, hier ist meine Grenze, dann kann ich mich noch gut erholen danach, ansonsten wird es mühsam und wird es anstrengend. Der vierte Punkt knüpft wieder an und ist Kommunikation. Kannst du kommunizieren darüber, was du brauchst? Du musst es zuerst herausfinden, das ist klar. Aber kannst du es dann ansprechen und darüber kommunizieren und zu jemandem, zu Freunden zum Beispiel sagen, hey, ich mag dich sehr gern, aber dieses Fest, das du da gibst, das sind einfach so viele Menschen, dass ich gerne dich ein anderes Mal sehen würde. Da möchte ich nicht so gerne zu dem Fest kommen, oder ich sei nicht traurig, wenn ich nur 2 Stunden bleibe, weil dann wird es für mich sehr anstrengend. Kommunikation. Ausdrücken, was deine Bedürfnisse sind, so wie es möglich ist, ohne dich zu überfordern oder ohne dich in eine schwierige Situation zu bringen. Wenn du schon weißt, dass jemand sagen wird, was soll das, reiß dich zusammen, so geht das nicht, ich erwarte dich hier um Punkt 8 und du bleibst bis 3 Uhr früh, dann hat diese Kommunikation keinen Sinn. Aber wenn es mit Menschen ist, sein kann und denen du weißt, dass sie damit umgehen können, oder du ahnst, dass sie damit umgehen können, dann beginne da zu üben. Beginne dafür einzustehen, wo deine Grenzen sind und was deine Bedürfnisse sind. Und der fünfte, der letzte Punkt, ist der wichtigste von allen. Nimm dich an, wie du bist. Verurteile dich nicht dafür, dass du unter Menschen vielleicht Energien verlierst, dich das vielleicht anstrengt, dass es vielleicht mühsam ist. Es ist nichts falsch an dir, du bist goldrichtig. Nimm dich an für den Menschen, der du bist. Du bist nicht schuld an der Situation, wenn es darum geht, wobei Schuld nicht existiert und andere sind auch nicht schuld. Du bist nicht die Langweilige und die anderen sind nicht die Verständnislosen oder die unmöglichen Lauten. Nein, du bist einfach in deiner Art anders als Menschen, die sehr gerne unter Gruppen sind und die damit, die unter Menschen viel Energie bekommen, die unter Menschen auftanken. Und du bist anders. Und das ist völlig in Ordnung. Und es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht nicht um wegen dir oder weil du oder warum nicht und warum kann ich nicht und warum können die nicht. Durchatmen, so bin ich. Und es ist völlig in Ordnung und alles ist gut. Alles an mir, in mir und um mich ist gut. Hab einen schönen Tag.